Wusstest du, dass eine gesunde Ernährung da anfängt, wo sie eigentlich aufhört? Das Mikrobiom ist echt ein Wunder. Aber was ist das überhaupt? Der Mensch als Lebewesen trägt selber den ganzen Tag Billionen von kleinen Lebewesen mit sich herum. Bakterien, Viren, Pilze, sogenannte Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die unseren ganzen Körper besiedeln. Zum Beispiel unsere Haut, unseren Magen, unseren Mund. Die meisten davon leben in unserem Darm. Ungefähr 1,5 Kilo Kleinstlebewesen trägt jeder so von uns im Darm durch die Gegend. Das sind ca. 100 Billionen Bakterien und Mikroorganismen. Das ist Wahnsinn, oder? Du brauchst aber keine Angst vor diesen Lebewesen zu haben. Im Gegenteil, sie helfen uns gegen Krankheiten, bei der Verdauung und bei der Abwehr von Giftstoffen. Deshalb ist es auch so wichtig, dein Mikrobiom zu pflegen und gut zu behandeln. Unsere Mikrobiome unterscheiden sich ganz schön voneinander. Jemand, der den ganzen Tag nur Bonbons und Gummibärchen isst, hat ein ganz anderes als jemand, der Salat und Gemüse isst. Aber auch jemand, der in der Südsee lebt und nur Fisch isst, hat ein anderes Mikrobiom als jemand, der auf dem Berg lebt und nur Käse isst. Das heißt, umso abwechslungsreicher und ausgewogener wir uns ernähren, umso vielfältiger ist unser Mikrobiom. Vor allem viel Gemüse und Milchprodukte wie Joghurt tun dem Mikrobiom gut. Das Mikrobiom spielt also eine große Rolle für deine Gesundheit. Aber auch hier ist es eigentlich ganz einfach. Sei neugierig, iss viele verschiedene Dinge und nicht immer nur das Gleiche. Aber das ist ja eh total langweilig. Und, hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne ein Like da und abonniere unseren Channel. Und hier kommst du zu unseren anderen Videos.